jetzt mit Pokémon Schild und wir sollen nach Pokémon Labor. Ne, so war das? Pokémon Labor, okay. Jetzt geht's endlich weiter. Okay, du möchtest da nicht. Hä? Wo muss ich denn da jetzt hin? Besteht doch Labor, oder nicht? Verzettelt. Ja, das war jetzt ein bisschen besser gewesen. Das haben wir gemacht. Ja, man sollte es auch finden. So, da wollen wir hin. Was ist das, Tanja? Sie haben Besuch. Ah, da bist du ja. Du hast eine Assistentin? Ja, korrekt. Ich habe mit der Forschung jetzt alle Hände voll zu tun. Also hilft sie mir aus. Präsident Wolf hat eine große Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Das ist mir eine große Hilfe. Ich mache doch nur meine Arbeit. Du bist also Kev, der Champ. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Dann komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequelldetektor? Er fällt aus, wenn eine hohe Konzentration an Gala-Partikeln ist. Also an einem Ort, an dem die Dynamaximierung möglich ist. Mann, halt. Nun, du wirst es nicht glauben, aber der Detektor ist aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Clouds aufgetaucht sind. Okay, das heißt, wir müssen... Ja, genau. Wir müssen einen wirklich ungewöhnlichen Ausschlag eines Energiequelldetektors folgen, um die Clouds ausfällig zu machen. Schwerthold und Schildrich, oder war es Schwerdrich und Schildhold? Ach, ich bin so absurden Namen immer durcheinander. Klaus ist kürzer, und passt. Also bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Galerie Energiequelldetektoren verteilt. Aber da. Zeigt also gut, Detektoren. So einen heftigen Ausschlag hatte ich nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem Turfing-Stadion? Das ist nicht ungewöhnlich, aber ist im Stadion die Maximierung möglich. Aber die Messwerte sind äußerst wenig hoch. Wenn sie hinaus kann ich Ursache sein. Schließlich hast du schon längst gefangen. Also hat es vielleicht doch etwas mit diesem Cloud zu tun. Kev, mein Chef soll es diese Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo du den Detektor ausschlagen. Das war einfach die Orientierung. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt auf Würfel zurück. Das machen wir doch als nächstes. Turfield war... da. Genau. Ja. Turfield. Das war doch... So, guck mal, wenn ich gerade... Ich weiß es nicht gerade. Wirklich nicht. Ah, Pflanze. Okay. Dann machen wir mal so unsere Feuerschatter. Thank you.
ganz mehr sehen. Wenn wir der TP natürlich. Ach, die TP sind wieder nicht. So, okay, dann machen wir das mal auf. Und dann gehen wir uns jetzt hier tatsächlich. Wer das nicht? Oh, der Champ. Gut, dass du hier bist. Was ist los? Das ist eine lästige Begrüßung. Hast du unser neuer Champ? Bist du noch eine dumme größer als die Dynamax-Pokémon? Also ich war gerade mit einem Schaukampf und jetzt plötzlich dieses Dynamax-Pokémon-Schaden im Platz ist. Also ein Trainer, beide breit nicht zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Okay, sollten auch alle Zuschauer aus der Dynamax-Pokémon-Schaden in Sicherheit sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, das Dynamax-Pokémon tippt immer noch umher. Danke, Tim. Danke auch. Mein Gott, mein Hals. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Das ist ein echter herausragender Arena-Challenger. Tja, trotzdem habe ich im Vorteil mir den Kurs angefangen. Okay, ich habe jetzt bei den Clowns geguckt. Und da habe ich gesehen, dass ich hier schade von Tiffin stoppt. Ich wollte sie doch hier weiter verfolgen, aber dann ist sie plötzlich Chaos ausgebrochen. Da muss ich einfach helfen. Also habe ich die beiden nicht völlig aus dem Auge verloren. Tut mir leid. Ich würde zu gerne mehr über diese beiden löffeligen Gestalten erfahren. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass dieses Tier noch auf Pokémon sich wiederbringt. Wir haben es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun. Ach stimmt, bist du doch sicher, du solltest gehen, oder? Hey, natürlich da. Also, auf den Kampfplatz. Ja, ich bin schon dabei mit. Das Pokémon hat zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem nicht schlicht, dass es mir die Schuld gestohlen hat. Als Bruder des ehemaligen Champs bist du doch auch wieder von der Familie, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich so eine große Hilfe sein werde. Gut möglich, dass ich euch eher einen Klotz am Bein. Also ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht so leicht dass er sich nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde. Aber er sich zugegeben, was das ziemlich gut verläuft. Da kommst du? Okay. Das kann man einfach nicht anders. Er ist hier durch und großer Bruder. Was, wir sollten die beiden nicht warten lassen. Ja, dann geht es jetzt, wie gesagt, ich fahre langsam Step by Step Richtung Finale bei Pokémon Schild. Denn wir haben uns mit Fubaila zu tun. Da war die Fortwicklung. Also sollte ganz so, und dann lieber hoch. Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen, weil diese Dynamaxierung war wirklich etwas voll. Da war keine Spur von seinem Trainer. Also konnte früher halt seine eigene Kraft in Kursen kriegen. Das war schon verwirrt auf mich geworden. Stimmt.
Wenn ich gewinne, Dynamaxen jetzt ein Pokémon nicht, indem es auf ein Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde durch irgendwas gestört. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gespürt? Keine Ahnung. Das ist wirklich zu früh noch vor einigen Schlussfolgerungen. Jedenfalls wird sich ein Trainer hier nach und wie vor nicht bitten. Genau, es ist ja rechtlich auf die Sache. Ich würde dafür sorgen, dass wir uns mit dem guten Projekt kümmern. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Leute. Ja, wenn ich das der Patsche geholfen. Okay, falls jemand meine Hilfe braucht, dann lass es mich wissen, okay? Ja, wir kriegen die seltene Liga-Karte. Oha, oha. Du hast unseren Dynamax-Schauspiel mit tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha. Weiter hat der Champ der Pokémon-Liga nichts Besseres zu tun. Nee, du warst fertig. Ich hab 2-1. Okay, das ist was zu geschwärmen und zwar sofort. Oha, oha. Wie soll das sich dabei um dein Eigentum handelt? Wenn das Verhältnis so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. War ich viel zu wohl. Und das ist die Stellerei heraus. Was habt ihr auch zu suchen? Sollte alle Zuschauer des Personals sein, aus dem Stadion evakuiert worden. Der Lehrvorschrift gelten nur für den Pöbel. Unser Eigentum trifft das nicht. Katze da, ja, wir sind berühmt. Hä, was? Was labert ihr? Dass jemand mit solch einer absurden Frisur wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen. Sagte der Mechanik mit der anderen Frisur. Und erst dieser absonderliche schwarz-weiße Look. Ist gar nicht lustig, war Bruder? Mir doch egal, was ihr zwei unverschämte Bibliotheken wie ihr von mir haltet. Wie dem auch sei, das Experiment war voller Erfolg. Du wisst doch, als nächstes sollten wir versuchen, noch stärker Pokémon zu wiedermaximieren. Du wisst doch, und zu guter Letzt enthüllen wir laut die wahre Natur von Zakia und Zaubercenter. Was hast du mit dem Mann vor? Wenn die Daumen auf der Achtungsseite stehen, dann ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Anlauf lassen. Wenn du es aufhalten willst, solltest du dich besser an unsere faulschönen Fersen trennen. Die berühmtesten Fersen, die ihr je zu Gesicht bekommen werdet. In diesem Sinne, ade! Also dieses ganze Chaos, dieser ganze Chaos an eurem Mist gewachsen. Hey, bleib doch stehen. Kann er nicht einfach gehen. Komm, nur mit der Ruhe. Lass dich gleich den Kopf verlieren. Aber die zwei machen die Wiege. Wir müssen sie doch aufhalten. Ja, sie können uns geradewegs in eine Falle locken. Wir sollten nicht blindlings nachlaufen. Aber... Ach, sehr schön. Du hast wahrscheinlich recht. Gut, wir laden jetzt alle tief durch und beruhigen uns. Das ist ein Gebrauch, diese beiden Typen können wir zumindest schon einmal schließen, dass sie das Pokémon zur Dynamaximierung gezogen haben. Und sie wollen das selber mit einem anderen Pokémon machen. Ja, genau. Und das sollen wir definitiv nicht zulassen. Ja, ganz meine Meinung. Und das rostige Schwert kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir das Volk gegen diese Typen unternehmen. Jetzt starten wir uns. Genau. Und wir sollen nach draußen gehen, okay? Da bist du ja. Das war das allzu Chaos. Zunächst war die Vegana-Partikel in Türfeld, haben sich gerade normalisiert. Vielleicht schlagen die Detektoren in den Scheinen von Kirp und den City gefolgt aus. Aber sie, erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Und dann machst du mir das Pokémon halt im Schale gelegt? Ja, mit diesem Cloud-Stück dahinter. Ach, sei dir. Na du, was wir denn hier haben? Und jetzt kommst du auch da. Solltest du nicht unterwegs sein? Was? Warum? Hat sie mal die Geheimdarleiter vielleicht nicht auf der Welt wo ich will? Aber geil. Sind etwa auch an anderen Stadien mit Dynamax Pokémon ausgetickt? Ja, ganz genau. Das sind andere Schiffen erreicht, die ich ähnlich hohe Werte wie zwischen aus Dürfen. Ja, da könnte auch irgendwie in Gefahr sein. Keine Sorge, zwei Fahrten scheinen momentan noch alles im Nutzen zu sein. Bisher steckt der Direktor nur für Kirt und die City aus. Oh, verstehe. Wir können auf keinen Fall ein Tappes hier rumstehen und Deutsch direkt diese Typen für alles Pokémon zu Dynamaximierung zwingen. Das ist so auch so, oder? Ja, los auf. Diese Schlosszeit. Du kriegst sogar schon wieder echte Check. So oft wieder deine Accounts könnt ihr mir überlassen. Wenn ich Augenzeugenberichte aus dem Internet abgleiche, solltet ihren Aufenthaltsort relativ leichter mitnehmen können. Dann überlassen wir die Recherche. Sonja, stimmt's? Wir sollten ja mal die anderen Stadien nach den beiden nicht kennen. Ja, und das machen wir auf jeden Fall jetzt, weil jetzt reibt mal das Kirk-Stadion noch schnell. Ja, ja, zwei Stadien brauchen wir auf pro Feuerwehr. Dann machen wir erstmal nach Kielten auch, das ist die Wasserarena, das heißt, wir sollten unser 14-Punkt-Pokémon lieber vor der Front ziehen.
Weil ich auch Reiche nach vorne ziehe. Ich ziehe Reiche nach vorne. Ja, so hoffe, dass wir kein. Kein Wasser-Boden-Pokémon wie Norlad als alte Dauer-Pokémon. Das ist immer ein kleines Problemchen. Also, Reiche mal nach vorne. Damit wir mal mit weitermachen können. Hier machen wir jetzt auf jeden Fall heute und hoffe, dann endlich zu viel und viel. Das ist kein Kampfarena, das ist irgendein Geist oder was auch immer. Und da steht schon Kent. Halt lieber etwas Sicherheitsschutz, Leute. Da drin ist es gerade ziemlich gefährlich. Ah, wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer der Personalsicherheit? Ja, gerade eben auch für die letzten evakuiert. Das ist schon eine interessante Truppe. Hätte nicht gedacht, dass ihr euch dreimal zusammenfließen würdet. Hä? Ist das gerade relevant? Wir sind hier, um euch zu helfen. Hilfe können wir gut, wenn wir nicht gut brauchen. Diese Dynamas-Pokémon sind so unfassbar stark. Zusammen mit euch wäre ich einiges übersichtlicher. Packt mich an. So, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Garados. Okay, dann habe ich mit Reitschi tatsächlich komplett hier. Ja, vorne. Komm, ich bin gekommen. So. Dann wird der Droh war auf halb vier. Und da direkt den Zuna, die wird da raus. Ich weiß nicht, die Alola hat schon die Zuna mal gehabt. Euch ist es verdanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder im Griff haben. Wir werden uns hier im Kittenschein um das Pokémon kümmern, das bis es sich wiederholt hat. Ach, und noch was, Kit. Es ist immer von Hilfe benötigt, kannst du immer auf mich zählen. Wir werden wieder kaputt, Kit. Also, man sieht sich. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Gut. Dann haben wir als nächstes noch Engine City. Engine City, die dritte Arena war die Feuerarena. Das ist Claw City. Ich kann hier keinen Punkt erzielen. Ja, klar, ich stehe auch in der Mitte der Arena. Ich wollte eigentlich etwas anderes machen. Und zwar wollte ich mein Bulose mal da vorne ziehen. So, dann können wir jetzt den Mittag zu rufen, weil wir machen uns jetzt auf der Hand. Nach Claw City. Weil wir müssen Kabu retten. Für das Pokémon. Aber das würde ich mal sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Wir haben zwei Pokémon geschafft. Und ja, bis dann. Tschüss.